Ich habe was Tolles gesehen und das war sehr unterstützenswert. Du hast bei einer Kampagne mitgemacht, die du uns kurz erklären musst. Und wir zeigen mal ganz kurz ein Foto von dieser Kampagne. Da bist du zu sehen in einer Pose, wo man sagt, klar, ganz normaler Sonntagvormittag. Erklär mal selber. Das ist sozusagen eine Anti-Mobbing, nicht eine Anti-Mobbing kann man nicht sagen, aber es ist so... Es ist eine Kinderschutzkampagne, ja, so ungefähr. Na, es geht darum, dass viele Eltern oder prominente Mütter auch teilweise ihre Kinder gerne auf ihren Feed, also Story-Feed oder Instagram posten und teilweise auch in unvorteilhaften Situationen, beim Weinen oder dreckig oder so, oder wo sie halt leiden, und die werden trotzdem hochgeladen. Und das Problem ist, dass halt, wenn die Kinder dann 14, 15, 16 werden, älter werden auf jeden Fall, dann und so Bilder im Internet sehen, könnte es so weit kommen, im schlimmsten Falle, dass das Kind dann die eigene Familie anzeigt, die Mutter oder den Vater, weil die Mutter entweder mit dem Kind teilweise Geld verdient hat, ne, und das Kind vielleicht gar nichts bekommen hat und mehr oder weniger das Aushängeschild war, oder einfach, weil das Kind auf vielen Fotos scheiße aussah und es online ist. Und ja, das kann passieren, oder im schlimmsten Fall landen Kinderfotos allgemein in den falschen Händen. Ja. Und dann kann es sein, dass ein Pädophiler sich darüber freut. Und das ist, glaube ich, nicht so geil.